Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia. In der letzten Folge haben wir es endlich geschafft. Wir haben den Espresso hergestellt. Die ersten Testversuche mit dem Papagei waren erfolgreich. Wir haben ihn wieder wach bekommen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wirkt er denn auch bei Goal? Versuchen wir es. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha. Gewonnen. Mist. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Was kann ich noch gleich... Nicht, es sei denn du... Aber ich hab doch das Wundermittel. Danke fürs nicht wirklich. Solche Tratschtanten muss sich Gizmo schon den Tratschtanten... Ich habe ihn nicht gewählt. Hab ich... Oder... Oh Mann... So, dass ich jetzt einige Gespräche so ein bisschen wegklicke, aber wir haben das in den letzten Aufnahmen so dermaßen oft gehört, dass ich da jetzt gerade absolut keinen Bock mehr drauf habe. Konzentrier dich, sie kann dir immer... Okay. Ich muss den Trichter... Ich möchte den Trichter einfach in ihren Mund stecken. Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht, solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Und ich ihr behandelnder Bürgermeister. Gizmo hat meine Philosophie vergeben. Aber Rufus, Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Warum hat denn das jetzt nicht geklappt? Hey, aufwachen. Sie schläft tief und... Ausgezeichnet. Tja, ich kenne mich halt aus mit... Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Was genau meint er damit? Sol trinkt ihren Kaffee schwarz. Gizmo hat meine Fiunterbegegnung. Was heißt denn jetzt die lose Notizzettelsammlung? Ich sah das Poster. Ich könnte ja zur Nufferstation gehen. Und... Weil er hat ja gesagt, das steht halt nicht im Lehrbuch. Was auch über das bedeuten soll. Ich weiß es nicht. Er hatte mich jetzt so drauf gefreut, dass... Wow, alleine von den Ausdünstungen blättert hier schon der Lack ab. Ich kann es kaum erwarten, diesen Espresso an Goal auszuprobieren. Für chemikalische Experimente ist jetzt brauche ich vor... Ich bin gerade schon wieder überfragt, also das Spiel ist echt richtig fordernd. Ohne Scheiß. Hier hast du einen Papagei. Hey Toni, ich habe ein Geschenk für dich. Hallo, hallo. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keine Tiere in meinen Laden bringen? Ich dachte, das gilt nur für Ratten und Insekten. Und? Und Wasserbüffel. Aber dieser Papagei hier ist ganz anders. Er ist klug, reinlich, macht nicht kaputt und Läuse hat er auch nicht. Wow, er ist das genaue Gegenteil von dir. Sehr witzig, Toni. Ich dachte nur, du könntest einen Zuhörer gebrauchen, damit du mal jemand anderen zutexten kannst. Tja, wenigstens rede ich dann nicht mehr gegen eine Wand. Sehr witzig, Toni. Er gefällt mir. Kein Wunder, er klingt genau wie deine Mutter. Und eine gewisse äußerliche Ähnlichkeit ist auch vorhanden. Raus. Raus! Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Nimm dich vor ihm in Acht, Toni. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot. Der Kerl ist ein egoistischer Idiot! Wart nur, bis du ihn richtig in Aktion siehst. Gerade erst letzte Woche hat er den Friedhofsrasenmäher mit Sprühsahne betankt.
Idiot! Idiot! Ah! Der arme Vogel. Nicht mehr lange und er wird sich zu den Minengasen zurücksehnen. Ja, das glaube ich auch. Du ist wie wütend. Können wir nochmal reingehen? Nur mal so testweise gucken. Und dann hat Rufus die Bienen einzeln mit Frittierfett bestrichen, nur um... Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Ich will nicht, dass er hier unbeobachtet rumlungert. Ah, arme Toni! Ah. Hallo Rufus, danke nochmal für den Papagei. Rufus ist ein Nichtsnutz! Er ist so ein kluges Tier. Verrückt. Ja, ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Können wir noch irgendwas machen? Können wir mit Papagei reden? Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Oh. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hannes Vogel geklaut! Ah. Alles Lügen! Okay, jetzt wo der Papagei scheinbar ein paar neue Sachen gelernt hat, bringen wir doch einfach wieder zurück. Hier, guck mal, Hannes, ich hab einen Papageien. Er hat seine Aufsichtspflicht. Bei mir ist der Vogel besser aufgehoben. Kann ich Papagei hier irgendwo auf den Hebel setzen oder so? Nicht doch. Er könnte irgendein Unheil anrichten. Ihn einfach auszusetzen wäre also verschenktes Potenzial. Lotti freut sich bestimmt. Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Okay. Was ich damit vorhabe, ist aber noch will ich... Nicht doch. Er könnte ihn einfach... Nicht doch. Ihn einfach... Nein, 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 so wird das nichts. So wird das definitiv nichts. Ich meine, ich habe zwar jetzt in den... Tatsächlich... Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Ich habe jetzt in den letzten fast 8 Minuten, glaube ich, mehr erreicht als in der ganzen Folge zuvor. Es ist... Vielleicht bin ich einfach auch nur zu müde, ich habe keine Solche Ahnung. Solche Tratschtanten muss ich Gizmo... Tratsch! Ich habe ihn nicht... Hab ich ihn... Oder... Oh Mann! Konzentrier dich, sie kann dir... Ach, Wenzel ist ja auch noch da. Er wüsste damit nichts an... Er weiß ja nicht... Ach, keine Ahnung. Er wüsste damit nicht... Er weiß ja nicht... Ich wette, er wäre... Ich wette, er wäre immun dagegen. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Was soll er meint er damit? Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer ist hier der Arzt? Du. Mann, ist doch Kacke. Das ist doch alles... Alles richtig. Ganz, ganz großes KK. Ab zu Tonis Hütte. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Haben wir hier irgendwas... Glaub nicht dran. Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Ja. Sparen wir mal die Toilette ein. Nicht nötig. Die ist bereits verstopft. Ja. Das war eigentlich... Aber man muss...
Das wird den Ausblick auf... Okay. Aber ich habe hier überhaupt gar keine Aktionspunkte, wo ich irgendwas machen könnte. Das ist total... Ich verstehe es nicht. Wenn dieser dämliche Feuerlöscher nicht so schwer wäre, würde ich ihn noch glatt mitnehmen. Gehen wir mal in Wenzels Haus. Und stecken den Papagei in den Kamin. Nicht doch. Er könnte irgendeinen einfach... Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Aber es gibt ja hier nichts mehr. Eine Notrufsäule. Hallo? 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 Na toll, Gizmo ist unterwegs. Ach, da habe ich jetzt... Ich habe jetzt zumindest eine Verwendung für den Papageien gefunden. Hallo? Ich habe ein Verbrechen zu melden. Es ist ja keiner da. Hallo? Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Das klingt ganz, ganz stark nach einem Hinweis, aber wo zur Hölle finde ich hier ein Klärbecken? Und vor allem eine Gehhilfe des Dorfältesten. Ich frag mal Hanik. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Wie genau? Oh, der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Richtig, danke. Bis bald. Tschüss, Schnutzipu. Aber ich kann ja im Sprengplan jetzt auch gar nichts mehr ändern. Weder die anklicken, noch kann ich sie ziehen, noch sonst irgendwas. Ich will diesen verdammten Feuerlöscher haben. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Oh Mann! Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich kann es bald echt nicht mehr hören. Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Vielleicht soll ich irgendwas am Rand stecken. Nur was? Ich kann doch nicht einfach den letzten Baum der Gegend abfackeln. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Apropos Herbizide. Es wird Zeit, dass ein wenig Schwung in die Sache kommt. Leicht gesagt. Er ist doch schon wach. Für chemikalisch jetzt braucht... Ich muss den Tricht...
Nicht kleckern, sondern ich persönlich... Warte mal, ich hab doch jetzt hier... Es wird Zeit, dass ein wenig Schwung in die Sache kommt. Leicht gesagt. Das könnte aber auch vieles bedeuten. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Das könnte aber auch vieles bedeuten. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Das ist doch schon wieder echt zum Mäusewelken. Fragen wir mal Lotti. Sie hat mich nicht vorgelassen. Wer auch immer das ist. Ich sagte... Weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist! Ach, ich mag Lotti. Aber nichtsdestotrotz habe ich immer noch keine Ahnung, was ich machen soll. Ich könnte ja noch einmal die Sprengung initiieren. Oha! Da sprengen sie... Achtung! Sprengung! Vielleicht, wenn ich jetzt den Papageien draufsetze. Nachdem man wieder ewig ran ist. Hallo? Hallo! Hallo! Na toll, Gizmo ist unterwegs. Wenzel hat eine Schutzklappe. Kann ich ja nicht irgendwo irgendwas einfach nur in Brand stecken? Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja. Yeah. Das sitzt auch so schon fest genug. Ich wollte es ja auch anzünden. Verdammt noch eins. Dann warum kann ich dann eigentlich nicht hier runtergehen? Das ist doch... Verstehe ich nicht. Den Baum kann ich auch nicht anzünden. Was an sich auch gar nicht so verkehrt ist. Besser nicht. Ich könnte einen Strom alles schon gehabt. Ich kann das Ding nicht. Es tut mir leid, ich... Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Wow, alleine von den Ausdünstungen blättert hier schon der Lack ab. Ich kann es kaum erwarten, diesen Espresso... Aber warum kann ich... Und was zur Hölle meint der Doc mit seiner scheiß Zettelwirtschaft? Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, ich nehme jetzt auch schon seit... Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Das Lehrbuch hat versagt. Es wird Zeit für die lose Notizzettelsammlung. Was soll das werden? Das ist Medizin. Und wer ist hier der Arzt? Du. Konzentrier, sie kann dir... Im
Nee, ich habe ernsthaft keine Ahnung, was zur Hölle er jetzt meint. Ich habe lange genug gewartet. Jetzt heißt es Nägel mit Köpfen machen. Ja, ist ja gut. Wofür ich alle Zeit der Welt habe. Sehr gut. Wo kriege ich denn jetzt lose Notizzettel her? Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Hatten wir schon. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Gold trinkt ihren Kaffee schwarz. Für chemikalische jetzt braucht... Niemals. Und Toni wird es... Hallo Toni. Ich muss weg. Ich muss weg. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Nein, Toni übt offenbar einen schlechten... Ah, Rufus hat die Bremslöcher an Frau Kunis Rollstuhl zerschnitten. Ah! Ja, das war lustig. Nicht doch. Ihn einfach... Ja, das war schon gerade ein bisschen lustig. Ich glaube, ich werde langsam zu müde dafür. Hallo, ich habe einfach... Und ich frage, wie wir Gizmo da rauskriegen. Hallo. Okay. Gut, ich werde mal wieder diese langweilige Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probiere es später nochmal. Genau. Die Folge war wieder stinkend langweilig. Es tut mir so leid. Es tut mir richtig leid. Morgen bin ich auf jeden Fall wacher. Wenn denn dann. Und dann läuft es auf jeden Fall besser. Versprochen. Vielen Dank für eure Zeit, für euer Verständnis. Haut drin. Macht's gut. Wir sehen uns morgen.